Bastelzeit, heute live aus offensichtlich dem Spinnenparadies hier. Ja, wir sehen schon, es geht um Licht. Und was man vermutlich auch schon erkennen kann, das hier ist jetzt nicht bei mir in der Werkstatt. Das hier ist eine Abstellkammer außerhalb vom Haus und so weiter. Deswegen haben sich hier offensichtlich ein paar Tiere eingenistet, soll mal nicht stören. Dürfen gerne hier die Fliegen fernhalten. Kleines Problem, die hier. Das ist so eine gute alte Leuchtstoffröhre. Das sind jetzt nicht unbedingt schlechte Lampen und normalerweise tausche ich die auch nicht wirklich aus. Zumindest nicht, solange sie noch ganz sind. Denn so eine Leuchtstoffröhre von der Effizienz her, sagen wir mal, ein Drittel schlechter als eine LED. Das ist nicht viel. Und gerade bei Lampen wie hier die nur einmal irgendwie die Woche angeschaltet wird oder sowas, die also nicht wirklich viel Laufzeit haben, da lohnt dann der Austausch nicht wirklich. Da ist die Herstellkosten für die LED am Ende üblicherweise höher als das, was man sparen kann. Und auch umwelttechnisch ist es meistens sinnvoll, das, was ohnehin schon existiert, erstmal aufzubrauchen, bevor man da einen Wechsel dann macht. Die Lampen haben allerdings auch ein paar Nachteile. Erster Nachteil, die hier haben meistens Quecksilber und ähnliche Materialien drin. Die sind nicht ganz so gesund. Deswegen würde ich sowas zum Beispiel in der Küche oder sowas, wo mit Lebensmitteln rumhantiert wird, vielleicht nicht hinhängen oder in Bereichen, wo es eine höhere Gefahr gibt, dass sie kaputt geht. Und das zweite Problem, wenn ich die hier mal einschalte, die braucht doch etwas länger, um anzugehen. Das hier ging jetzt gerade noch, das war jetzt schon relativ flott. Sache ist gerade jetzt bei kälteren Temperaturen, hier der Raum ist nicht beheizt und nix. Da kann das schon mal so 5 Sekunden oder so dauern und da bin ich irgendwie in der Hälfte vom Raum, bis dass ich überhaupt mal sehe, wo ich hintrete. Das ist nicht gut. Ja, das möchte ich entsprechend heute beheben. Dafür habe ich dann dieses wunderschöne China-Produkt hier, also eine LED-Röhre, mir besorgt. Die sind nicht wirklich teuer, gerade hier die ganz einfachen. Ich glaube, die hier kostet irgendwie 3-4 Euro. Dafür mache ich es mir dann schneller hell. Problem ist, die Techniken zwischen LED und der Röhre hier oben, die sind ziemlich unterschiedlich. Da müssen wir also ein bisschen was ändern und ich würde sagen, wir gucken uns zwei Sachen an. Nummer eins, wie funktioniert eigentlich hier so eine Röhre? Und danach, wie können wir das auf LED umbauen? Also, was ist jetzt so eine Leuchtstoffröhre und was gibt es da? Und vor allen Dingen, wie funktionieren sie? Wir haben ja eine schon gesehen, das ist so die typische Form. Das heißt also, irgendeine Röhrenform, die gibt es in dünn, die gibt es in dicker und dann gibt es die auch noch in ganz dick. Also, wie ihr seht, verschiedene Formen. Allerdings, es muss auch nicht diese Röhrenform sein. Es gibt durchaus noch andere. Hier zum Beispiel haben wir einen Ring. Auch wieder 4 Kontakte, bei den anderen hatten wir 2 auf der einen Seite, 2 auf der anderen Seite. Und das ist die andere Seite, das ist so ein Halter. Wir sehen hier oben ist eine Öffnung drin. Die geht geradeaus durch, aber der mittlere Teil, den kann man rotieren. Und was passiert ist, die 2 Pins, die gehen hier entsprechend rein, rotieren rum, kann da natürlich nicht mehr raus. Und an der Seite sind 2 Kontaktflächen, womit dann entsprechend die Verbindung zur inneren Elektronik hergestellt wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese beiden Pins haben, die kommen entsprechend so von der Seite da rein. Und dann können wir die hier mit ein bisschen Glück drehen. Und jetzt haben wir den Kontakt hergestellt. Und wenn ich einen Schalter finde, kann die Lampe dann auch leuchten. Bei den Runden funktioniert das natürlich nicht. Da gibt es einfach ein paar Stecker und entsprechend steckt das Ding dann von unten so da rein. Und wird dann hier oben, sieht man ja diese Klammer, damit festgehalten. Gibt auch U-Formen und so weiter. Und das ist im Prinzip alles dasselbe. Nicht ganz dasselbe, das sind die hier, die Energiesparlampen, wie man sie ja nennt. Ist im Prinzip zwar eine ähnliche Röhre, allerdings die komplette Elektronik sitzt hier unten im Sockel mit drin, wohingegen bei den klassischen Röhren und in welcher Form auch immer, die Elektronik nicht im Sockel sitzt, von dem Leuchtmittel selber, sondern die sitzt in der Fassung drin. Das, was wir uns dann gleich angucken werden. Außerdem die hier meistens elektronische Vorschaltgeräte, die Röhren. In vielen Fällen noch klassische Vorschaltgeräte, die sind magnetisch aufgebaut und über die werde ich auch reden. Die elektronischen lassen wir hier mal der Einfachheit halber weg. Wie immer gilt hier, dass ihr es stark vereinfacht. Also wenn ihr es genauer wissen wollt, dann bitte entsprechende Quellen bemühen und nicht nur das Video hier verdrücken. Erstmal was Grundsätzliches.
Ihr kennt ja sicher die guten alten Glühbirnen. Da haben wir einen Glühfaden drin und auch bei Halogenlampen zum Beispiel, da gibt es entsprechend dann auch etwas, was da an Metalldraht drin ist und glüht. Das sind die klassischen Glühlampen oder ähnliches. Bei denen hier, da sieht das ein bisschen anders aus. Das sind sogenannte Gasentladungslampen oder Metalldampflampen. Das heißt also, hier haben wir keinen Faden drin, der einmal komplett durchgeht, sondern hier geht es wirklich nur mit Gas. In allen Fällen haben wir erstmal eine Röhre mit zwei Enden. Auch hier bei dem Kreis sehen wir ja hier vorne, da ist Schluss. Das heißt also, eine Röhre. Die ist mit Gas gefüllt. Das können unterschiedliche sein. In vielen Fällen ist es Argon oder sowas. Plus üblicherweise auch ein bisschen Quecksilber, um das Zünden zu vereinfachen. Deswegen sind die halt auch gesundheitlich nicht ganz so dolle, wenn sie zerbrechen, also wenn sowas kaputt geht, wie auch bei den Energiesparlampen. Raum verlassen, lüften, Sondermüll, ihr kennt den Spaß, ne? Das Gas, was hier drin ist, das leitet erstmal keinen Strom. Das ist eventuell schlecht für eine Lampe, die wir mit Strom betreiben wollen. Wir können aber dafür sorgen, dass es leitend wird und dafür brauchen wir halt das außenrum, das heißt die sogenannte Drossel oder das Vorschaltgerät und der sogenannte Starter und die sorgen dafür, dass, ja, kurz gesagt, ein Hochspannungsimpuls generiert wird, der die Lampe zündet. Um das zu erreichen, haben wir hier oben in beiden Enden jeweils eine entsprechende Kontaktfläche drin. Das ist im Prinzip wie das in der Glühlampe, das heißt, wir haben einen Draht, der geht rein, ist ein paar Mal gewickelt, kommt wieder raus. Und dasselbe auf der anderen Seite. Das nächste Bauteil, das ist dann die sogenannte Drossel bzw. das Vorschaltgerät. Das ist relativ einfach zu erklären, denn es ist nichts anderes als eine große Spule. Stimmt nicht ganz, in vielen Fällen ist heutzutage auch noch ein Kondensator mit über die Spule. Das ist aber nur, um Störungen zu vermeiden und ein bisschen was zu filtern. Also gehen wir einfach mal davon aus, das wäre eine große Spule. Der Starter ist etwas komplizierter. Nehmen wir mal den schönen hier auseinander, made in Costa Rica. Und was wir da drin haben, sind, wie wir hier sehen, zwei Bauteile, die beide parallel geschaltet sind. Und zwar haben wir einmal eine Glimmlampe und daneben einen Temperaturschalter, also ein Bimetall. Bimetall ist standardmäßig auseinander. Das heißt, wenn wir Strom drauf geben, fängt die Glimmlampe an zu leuchten. Die gibt entsprechend Hitze ab, erhitzt das Bimetall. Bimetall geht aneinander und damit ist die Glimmlampe kurz geschlossen. Es kommt keine Hitze mehr, das Bimetall kühlt ab, geht wieder auseinander. Und dieses Starten können wir auch sehen. Da habt ihr gerade die Glimmlampe gesehen, die den Starter zündet. Wofür wir das brauchen, das gucken wir uns dann jetzt mal am PC an. Also schauen wir mal auf die Funktionsweise und dafür müssen wir erstmal verstehen, wie angeschlossen ist. Wir haben hier oben unsere Netzspannung, die zum Beispiel vom Lichtschalter oder so kommt. Eine Seite, die geht direkt auf die eine Seite von der Röhre und wir haben ja gelernt, da ist ein Filament drin. Das heißt also, die ist nahezu durchverbunden. Das heißt, der Strom geht hier drüber, geht hier unten weiter, kommt dann hier beim Starter an. Das sind die beiden Dinge, die wir hier eben gesehen haben. Das ist einmal die Lampe und der Bimetallschalter. Wenn da irgendwie Strom weiterfließt, dann geht es hier hinten rüber zur anderen Seite durchs Filament und hier oben einmal durch den Ballast bzw. das Vorschaltgerät, wie ihr das auch immer nennen möchtet. So, wenn wir jetzt anfangen und wir schalten den Strom ein, was passiert? Naja, wir haben einmal hier Strom und einmal hier hinten Strom. Die Spule macht erstmal nicht wirklich was. Die Röhre auch nicht, weil das Gas da drin leitet, wie gesagt, keinen Strom in dem Zustand. Das heißt also, wir kommen nur beim Starter an und da fängt hier die Lampe an zu leuchten. So, wo eine Lampe leuchtet, wird eine Lampe auch warm, also gibt die entsprechend Hitzestrahlung ab. Das wiederum wirkt sich auf den Bimetallschalter aus und der schließt. Das hat jetzt zwei Auswirkungen. Nummer 1, naja, wenn wir hier schließen, haben wir quasi die Lampe kurz geschlossen, das heißt, die hört auf zu leuchten. Die Nummer 2 ist, naja, gehen wir gerade mal durch. Wir kommen hier drüber, kommen über das Filament, gehen hier unten drüber, gehen über das Filament, gehen über die Spule. Das ist quasi ein Kurzschluss mit den Filamenten dazwischen. Das heißt also, es fließt jetzt ein relativ großer Strom, wird natürlich ein bisschen begrenzt durch die Widerstände von der Spule und den Filamenten. Aber, naja, das Ding hier und das Ding hier, die beginnen sich aufzuheizen und da ein großer Strom fließt, beginnt sich innerhalb der Spule hier auch ein magnetisches Feld zu bilden. Gleichzeitig
Haben aber hier unten ja schon lange keine Lampe mehr, die heizt. Das heißt also, das ganze Ding kühlt ab und entsprechend öffnet irgendwann hier unten dieser Thermoschalter. Und was haben wir jetzt? Naja, theoretisch fließt kein Strom mehr. Normalerweise könnte jetzt hier die Lampe wieder anfangen zu brennen. Vorher passiert aber was anderes. Wir haben nämlich hier oben ja noch ein riesiges magnetisches Feld. Und was passiert bei einer Spule, der man plötzlich den Strom wegholt? Naja, die wird mehr oder weniger sauer und da kommt plötzlich eine sehr hohe Spannung raus. Diese Spannung, das können mehrere tausend Volt sein. Und diese große Spannung, die sorgt jetzt in der Röhre dafür, dass zwischen den beiden inzwischen ja aufgeheizten Filamenten eine Zündung entsteht. Das heißt also, in dem Moment wird das Gas ionisiert. Das Gas beginnt in dem Moment zu leiten und dadurch, dass da Elektronen gegen die Gasmoleküle stoßen und so, fängt das Ding an zu leuchten. Und das heißt in dem Fall, das magnetische Feld baut sich ab, die hohe Spannung ist weg, aber unser Gas ist leitend. Das heißt, unser Strom geht jetzt einmal hier drüber, kommt hier drüber zurück. Die Drossel wirkt so ein bisschen als Widerstand, um den Strom etwas zu begrenzen und geht zurück. Und dadurch, dass der Pfad hier jetzt einen vergleichsweise niedrigen Widerstand hat, beginnt hier unten die Lampe auch gar nicht mehr zu glühen und entsprechend bleibt der Starter außen vor. Hier geht kein Strom drüber, die Lampe zündet nicht, geht kein Strom drüber und ja, entsprechend geht alles hier über die Lampe. Also haben wir jetzt Licht? Naja, noch nicht so ganz. Wäre ja auch zu einfach. Denn das Problem ist, wir haben zwar hier Licht durch die Gasmoleküle, die jetzt anfangen zu leuchten, aber das ist das falsche Licht. Die meisten Lampen, die produzieren nämlich eher UVC-Strahlung. UV, wisst ihr ja wahrscheinlich, das liegt außerhalb des sichtbaren Bereichs, ist unschön und UVC ist noch unschöner, denn das ist dieses UV-Licht, was man nutzt, um Bakterien abzutöten, um Sachen zu sterilisieren und naja, wenn das auf die menschliche Haut trifft, sagen wir mal, das gibt so leichte Verbrennungen, also alles eher unschön, wollen wir nicht haben, wir wollen richtiges Licht. Und dafür ist dieser Leuchtstoff da, das ist eine Beschichtung, die an der Innenseite von der Röhre sitzt. Wird teilweise auch Phosphor genannt, hat nichts mit dem Phosphor zu tun, den es als Element gibt. Das ist die englische Bezeichnung einfach nur. Und dieses Material, wenn das mit UVC bombardiert wird, dann wandelt das quasi um, verschiebt die Wellenlänge ins Sichtbare. Und daher kriegen wir einerseits sichtbares Licht und andererseits kommt daher auch der Name Leuchtstoffröhre. Eins müssen wir noch beachten, und zwar sowohl Gas als auch die Leuchtstoffschicht, die haben nur eingeschränkte Spektralbereiche. Das heißt, das Licht, was aus so Leuchtstoffröhren rauskommt, das ist ziemlich lückenhaft und entsprechend schwer ist es dann, Farben zu sehen. Wenn wir hier zum Beispiel mal drauf gucken, von dem Regenbogen, da fehlen irgendwie so ein paar Stellen, wenn wir da die CD drunter halten. Und ja, entsprechend ist dieses Licht von Leuchtstoffröhren eher schlecht. Das kann gegebenenfalls auch noch ein Grund sein, warum man auf LEDs gehen möchte. Eine gute LED hat ein deutlich besseres Licht als diese Röhren hier. So, jetzt bin ich allerdings ein bisschen verwundert, denn die Dinger kosten nicht viel. Die sind relativ weich hier, die kann man so ein bisschen drücken. Also, da geht nichts. Oh, hier geht was. Da bewegt sich was und kriegen wir es auf, kriegen wir es auf. Jo, oh, es ist mehr drin als gedacht. Hier ist tatsächlich ein Treiber. Wir haben ein dünnes Käbelchen, was da unten fest ist in den Pins. Die sind miteinander verbunden. Also, da ist schon mal ein Pol. Hier ist ein Treiber drin. Und dann wird wahrscheinlich hier innen drin, Moment mal, wenn wir den anderen drehen konnten, dann den hier doch bestimmt auch. Ja, jetzt. Die sind einfach nur mit hier so einer Lasche, wie man sieht, mit so einem kleinen Löschelchen fixiert. Normal ist das kein Problem, weil ja von der Seite die Fassung drin ist. Dann kann da eh nichts nach außen rutschen. Und jo, das ist ja, der andere Pol geht einfach direkt auf diese Leiste. Und die ist mit LEDs dann vollgesetzt. Jo, genau. Bisschen kann man es rausziehen, dann kann man hier sehen, da sind die einzelnen LEDs. Das einfach da unten rein. Und am anderen Ende kann man nicht sehen. Also vielleicht so ein bisschen. Da steckt dann der einzelne Treiber. Gut, ich hatte gerade erst schon gedacht, da ich nichts gesehen habe an Treibern hier von außen, dass das einfach nur ein LED-Streifen ist, der einmal quer über die Netzspannung hängt, aber der versteckt sich also hier unter einer von den Kappen. Also, ja, das sollte eigentlich halbwegs zuverlässig funktionieren, hoffe ich. Ob es das tut, werden wir dann ja sehen. Wichtig an der Stelle noch,
Achtet bitte auf die Anleitung. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie die Röhren angeschlossen werden können. Ich habe die auf der linken Seite hier. Das heißt, es gibt eine Seite, die mit dem Treiber verbunden ist oder den LEDs und die andere Seite ist verbunden, also ein L und ein N. Es gibt aber auch welche, da ist eine Seite durchverbunden und auf der anderen Seite haben wir den Treiber mit beiden, also mit L und N. Die werden häufig dann mit einem sogenannten LED-Starter mitgeliefert. Das ist quasi einfach nur ein Kurzschluss, der statt dem Starter dahin gemacht wird. Prinzipiell gilt, Ballast könnt ihr drin lassen, wenn ihr einen magnetischen habt. Wenn ein EVG drin ist, muss es ausgebaut werden. Ich werde den Ballast auch mit ausbauen, einfach weil, ist ein bisschen effizienter. Aber wo man drauf aufpassen muss, bei denen hier, wie ich die habe, darf kein Starter eingebaut werden oder es muss ein offener Starter eingebaut werden. Und bei denen hier muss zwingend ein LED-Starter eingebaut werden. Wenn ihr bei denen hier, wo beide Pins auf einer Seite sind, einen offenen einbaut, naja, dann geht das Ding halt nicht an. Schlimmer wird es bei denen, wie ich die habe, wenn da ein LED-Starter aus Versehen eingebaut wird, beziehungsweise die Röhre in eine Schaltung gesetzt wird, auf der schon früher eine LED war und ein LED-Starter entsprechend da drin war, dann ist das eher ungünstig, denn dann haben wir hier über die Verbindung hier hinten den LED-Starter und die Verbindung hier vorne einen satten Kurzschluss und das knallt dann einmal kräftig. Deswegen, wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, achtet bitte auf die Anleitung. Nur weil das eine LED-Röhre ist, heißt das nicht, dass die gleich angeschlossen wird wie die LED-Röhre, die vorher drin war. Und testen wir das Ganze noch. Hinweis, diese Steckdose ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. Das heißt also, momentan besteht da keine Gefahr. Trotzdem bitte nicht zu Hause nachmachen. Kabel gehören nicht in die Steckdose. Sprach er und steckte die Kabel in die Steckdose. So, einer hier dran. Wichtig jetzt dabei, wenn wir den hier so dran stecken an einen Pin, die sind ja verbunden, das heißt, der andere ist dann auch unter Netzspannung. Nicht dran packen und so, sollte klar sein. Den anderen machen wir einfach mal an die andere Seite und dann gucken wir mal, wie hell, dunkel das Ganze wird. Okay. Dran ist, ich entferne mich mal dezent und schalte einfach mal das Licht aus, dass man mehr sieht. Da leuchtet es schon und das ist jetzt gerade mal vielleicht 50, 60 Volt. Wenn wir auf 230 hochgehen, dann sieht das Ganze hier so aus. Boah, es ist eine ordentliche Helligkeit, damit kann ich leben. Man sieht hier in dem Bereich, okay, man sieht es nicht auf der Kamera, Moment. Jetzt aber hier hinten sieht man, wo die Kappe ist, wird es etwas dunkler. Wenn wir dem Ding folgen auf die andere Seite, da ist es gleich hell. Man sieht also, ja, wenn es an ist, relativ eindeutig, wo der Treiber ist. Aber es leuchtet. So, alles verstanden. Na, dann kümmern wir uns mal um den Umbau. Und dafür machen wir erstmal hier ein bisschen den Spinnenweben und Käferdreck weg. Dass wir halbwegs hier mal was sehen. Und ja, Nummer 1, wie schon gesagt, hier sind eventuell ein paar Giftstoffe drin. Deswegen klemmen wir die hier natürlich erstmal raus. So, die auf Seite. Der Typ im Übrigen, wenn wir hier gucken, das ist kaltweiß, 18 Watt. Und das Ganze hier ist eine 60 cm Röhre. Und zur Frage, wie lange die Dinger halten, made in West Germany, dürfte schon ein paar Jährchen her sein. So, wie wir eben schon gesagt haben, hier sind noch ein paar Komponenten drin. Wir haben den Starter hier hinten. Und wir haben auch noch vermutlich in dem Fall hier einen guten alten Ballast drin. Und die können wir leider mit LED nicht so einfach brauchen. Der Starter muss auf jeden Fall weg. Der Ballast ist üblicherweise kein Problem. Meistens kann man ihn drin lassen. Besser ist es allerdings, den kurz zu schließen. Dann ist das Ganze ein bisschen effizienter. Das heißt, wir müssen die Lampe öffnen. Was das heißt, ist euch, denke ich, auch klar. Achtung, Elektrik. Ihr solltet es nur tun, wenn ihr wisst, was ihr tut. Und Sicherung raus und so sollte, denke ich, klar sein. Gut. In dem Fall hier geht das offensichtlich relativ einfach. Hier sind zwei Muttern drauf. Und dann sollte sich dieses Blechgehäuse da abnehmen lassen. Zumindest soweit die Theorie. Ich krall mal jetzt gerade noch ein paar Handschuhe, denn ich weiß nicht, wie scharf dieses Blech da ist. Keine Lust mehr hier noch in den Finger zu ritzen, während da der ganze Käferwust drauf ist. Das mit diesem Abhärten überlasse ich dann lieber anderen Menschen. Das ist jetzt ungünstig. Was ich nämlich sehe, ist, dass alles hier im Deckel sitzt. Das ist jetzt, muss ich mal gerade ein bisschen improvisieren.
Tja, und irgendwie wird das nicht besser. Wir haben direkt ein paar mehr Probleme. Also Nummer 1, wir haben hier ein Vorschaltgerät. Das dürfte aber, wie gesagt, nur Ballast sein, will ich hoffen. Jedenfalls nur einer rein, einer raus. Wir haben zwei Kabel, die zu dem hier gehen. Und hier der Starter scheint mit dem Halter irgendwie integriert zu sein. Das ist auch nur mäßig gut. Nicht ganz das, was ich erhofft habe. Okay, also das erste, was ich gleich schon mal umbauen werde, hier ist eine Aussparung drin, die werde ich mal versuchen zuzumachen, in der Hoffnung, dass dann nicht mehr so viel Viecher da reinkommen, denn man sieht auch hier drin sind halt ein paar Schwinnweben und je nachdem, wo die da bauen, kann das halt auch elektrisch ein Problem sein. Im Zweifelsfall fließt da dann ein bisschen was in Richtung Erde und das findet der FI nicht toll. Wie auch immer, wir haben hier zwei Drähte, wir haben dann hier hinten rüber die Drossel oder den Starter, wie es hier ja so schön heißt. Und am anderen Ende haben wir diesen kombinierten. Hier können wir es jetzt auch, denke ich, so ein bisschen sehen. Und ja, die LED, die ich hier besorgt habe, die braucht an einer Seite Plus, an einer Seite oder an einer Seite Faser, an der anderen Seite den Neutralleiter. Das ist also quasi einfach nur dazwischen geschaltet. Und was ich jetzt machen werde, ist wahrscheinlich hier die Drossel einmal kurz schließen, einfach die Kabel, ein Kabel rausholen und beim anderen dann rein, mit dazu, und den Starter rausholen, dann sollte auch da nichts mehr sein. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann müsste eigentlich rein theoretisch das Ding faser- und neutral da haben, wo es hingehört. So, und ich habe jetzt hier entsprechend eins von den Kabeln rausgeschraubt und beim anderen mit rein. Das heißt, dieses Vorschaltgerät ist jetzt quasi komplett abgeklemmt. Gleich noch den Starter raus, markieren und dann sollte das schon laufen. Und dass tatkräftige Hilfe natürlich zur Hand ist, sollte, denke ich, klar sein, oder? So, wenn wir schon mal hier sind, machen wir auch zumindest ein bisschen sauber hier. So, jetzt muss ich ja schauen, ich muss das Ganze ja wieder am Strom anschließen, dass wir das irgendwie hinbekommen, ohne hier alles zu zerstören. Vor allem mal hier dieses Twisted Pair wegmachen, warum auch immer das so gedreht war. So, gerade nochmal hier zur Sicherheit geguckt. Haben wir denn hier eventuell einen Kurzschluss? Ich kann mir die Antwort schon denken, wenn ich mich richtig entsinne. Dann haben wir jetzt hier nichts, aber wir haben den Starter noch dazwischen. Das heißt, wenn da eine höhere Spannung drauf käme, dann würde der kurz schließen und das macht Bumm und das wollen wir nicht. Deswegen erstmal den Starter hier unten raus. Das heißt, einmal drücken und drehen. Zumindest theoretisch. Ja, jetzt kommt er. Dann holen wir den weg. Damit sind wir da auch auf der sicheren Seite. So. Jetzt würde ich sagen, Kabel noch dran. Und dann können wir gleich das Ding wieder befestigen. Okay, soweit so gut. Ich habe auch hier oben ein bisschen Klebeband spendiert, dass da hoffentlich keine Insekten so schnell mehr reinkommen. Machen wir mal, dass wir das hier alles hier drin versenken und die Löcher wieder treffen. Soweit so gut. So, machen wir mal die Sicherung wieder rein und versuchen das Licht einzuschalten. Sollte theoretisch nichts in die Luft gehen. Okay, das ist schon mal gut. Dann holen wir uns hier die Röhre und wenn wir gucken, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist, die hat da einen schwarzen Streifen. Ja, das sieht man deutlich. Den sollten wir eventuell versuchen, möglichst nach hinten zu machen. Ich schätze mal, die LEDs feuern nach vorne. Und wir wollen ja nicht die Wand beleuchten. Dann machen wir die Stifte gerade. Legen das ein und drehen in diese Richtung. Das will er aber nicht. Wieso drehst du dich nicht? Ah, weil du dich unbedingt in die Richtung drehen willst. Okay. Dann machen wir das so. So, alles gerade. Und wie hoch ist die Chance, dass das jetzt funktioniert? Schalten wir mal an. Ah, wunderschön. Es ist hell, es ist direkt an, also ich kann nochmal ausmachen und 3, 2, 1. Das ist sehr schön. Macht den Raum hell. Und ich bin glücklich. Das heißt nämlich, dass ich jetzt hier nicht mehr im Dunkeln durch die Gegend latschen muss.
Yay! Ja, was ich gleich noch gucken muss, hier gibt es ja noch das Loch vom Starter. Ich habe es jetzt einfach mal mit ein bisschen Tape zugeklebt. Das ist, denke ich, für hier okay. Hier kommt sowieso keiner rein, ist abgeschlossen. Besser ist es, einen Blanko-Starter reinzusetzen, einfach zur Sicherheit. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Blanko-Starter ist nicht die Gefahr so einfach gegeben, dass da jemand einmal durch das Tape durchgreift oder so und plötzlich an spannungsführende Teile kommt. Andererseits, wenn Blanko-Starter drin ist, naja, wenn die Lampe irgendwie den Abflug macht und jemand auf die blöde Idee kommt, könnte ja der Starter sein und tut einen richtigen Starter dann stattdessen rein, dann knallt's halt auch. Beides doof. Ich werde nachher nochmal hingehen und werde noch irgendwie ein Label drucken und das hier drüber machen. Achtung, nicht für Starter oder sowas. Dann hat sich das Thema. Der alte Starter und... Wo ist er? Ja, die alte Röhre und den alten Starter, ich lege es auf jeden Fall hier erstmal noch auf Seite. Wer weiß, wie gut die hier halten. Wie gesagt, die waren relativ günstig. Den Braten traue ich da erstmal noch nicht. Von daher lieber was hier noch auf Reserve haben. Da kann man im Zweifelsfall nochmal schnell umbauen. Ansonsten, ja, das hier ist eigentlich so die unschöne Variante von auf LED umzubauen. Normalerweise sagt man, es gibt die einfache Variante, nämlich einfach das Leuchtmittel tauschen. Und die komplizierte Variante, nämlich ein vernünftiges LED-Konzept umzusetzen. Das hier ist jetzt nur Leuchtmittel tauschen, aber man muss trotzdem Dinge umbauen. Ist ein bisschen komplizierter, als einfach eine Glühbirne gegen eine passende LED zu wechseln. Sinnvoller wäre es natürlich, wie schon gesagt, ein vernünftiges LED-Konzept umzusetzen. Das heißt, nicht einfach hier eine Lampe einfach irgendwo in die Ecke machen, sondern bei LED geht man üblicherweise hin und versucht das möglichst zu verteilen. Hier gibt es zum Beispiel irgendwie so einen Balken, der oben drüber geht, dann könnte man einen LED-Streifen über den Balken ziehen. Das hätte den großen Vorteil, dass man weniger starke LEDs benötigt, das heißt, hier werden relativ starke LEDs drin sein. Das Ding hier hat laut Zettel 10 Watt, das heißt also Pi mal Daumen 1 Watt pro LED würde ich mal schätzen. Wenn man über die gesamte Raumlänge geht, könnte man da natürlich runtergehen. Entsprechend brauchen die LEDs weniger Strom, haben weniger Probleme mit Überhitzung, aber da wir eine größere Fläche haben, also das Ding länger ist, haben wir dieselbe Lichtleistung und was auch ein Vorteil ist, das Licht ist besser verteilt. Man hat nicht nur irgendwie eine Ecke, die hell ist und die andere Ecke vom Raum ist dann halt komplett im Dunkeln weiterhin. Für sowas muss man aber halt größere Umbauten machen, man muss den LED-Streifen verlegen, man muss ein Netzteil irgendwo hinbauen, man muss die Stromversorgung irgendwie da hinkriegen und das wollte ich mir jetzt hier nicht antun. Deswegen machen wir das hier so, wir sehen, es wird hell, ich kann im Hellen hier laufen und ich würde sagen, damit tut das Ganze dann auch, was es soll. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Ich muss natürlich jetzt das Ganze wieder anschließen. Okay, machen wir halt Pause.